Hallöchen, wir sind Julia und Julian. zusammen sind wir gemeinsam durch die Finsternis. Wir haben uns vorgenommen, euch jeden Sonntag durch den Abend zu gruseln, und zwar mit spannenden Creepypastas, Urban Legends, irgendwelchen Geschichten, die paranormale Hintergründe haben. Und dann erzählen wir euch ein bisschen erstmal was zu uns. Wir beide sind 37 und 44. Jahre alt, jung natürlich. Wir kennen uns tatsächlich von der Arbeit und sind auch noch nicht so lange Kollegen und haben auf der Arbeit festgestellt durch ein paar Unterhaltungen, dass wir schon ein paar Gemeinsamkeiten haben, wenn es um das Thema Horrorfilme geht oder auch Urban Legends. Da sind schon Schnittpunkte bei uns und irgendwie ist dann durch Zufall der Gedanke entsprungen, dass wir doch gemeinsam einen Podcast machen wollen. Und diesen Gedanken haben wir dann auch gleich in die Tat umgesetzt. Wir sind auch beide Fische, also vom Sternzeichen her, und wir haben auch beide so eine leichte Affinität zum Übersinnlichen. Und deshalb wollen wir euch das jetzt mal ein bisschen näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Die beantworten wir dann auch gerne. Einmal möchte ich mich vorweg tatsächlich noch bei Anna bedanken, meine Praktikantin gerade auf der Arbeit. Die ist super. Hilft uns auch gerade ganz viel, was so den Social-Media-Bereich angeht und so, und macht das ganz toll. Also danke, Anna. Ohne dich wäre das alles gar nicht so toll. Eine Sache vielleicht noch vorweg. Wir haben uns vorgenommen, dass Julian am Anfang jeder neuen Folge den Part des Erklärbärs übernimmt. Da Julian Geschichte studiert hat, hat er ein ziemlich großes Hintergrundwissen und erklärt uns jetzt immer ein paar geschichtliche Fakten. Und deswegen frage ich dich auch gleich zu Beginn, hast du schon mal etwas von heidnischen Ritualen gehört? Zufälligerweise ja. Also da möchte ich zunächst einmal erklären, was man eigentlich unter Heidentum versteht. Also religionswissenschaftlich zählt dazu alles, was nicht zu den monotheistischen Religionen gehört. Also Anhänger polytheistischer Religionen, bei denen verschiedene Gottheiten verehrt werden, oder Animisten, die an eine belebte Natur glauben, durch Geistwesen zum Beispiel. Das ist eigentlich ein abwertender Begriff. Bei der Christianisierung waren die Heiden diejenigen, die in abgelegenen Regionen, also zum Beispiel der Heide, wohnten. Das lateinische Wort Pagus heißt so viel wie Dorf. Es waren also sozusagen die Hinterwäldler, die noch den alten Göttern anhingen. Und heute ist das wieder ein positiv gebrauchter Begriff, denn es gibt viele neuheidnische Religionen, zum Beispiel Wicca oder Asatru. Also das ist inzwischen ein durchaus positiv konnotierter Begriff geworden. Heidnische Rituale sind also meist religiöse Rituale, mit Ausnahme von Initiationsritualen, bei denen man zum Beispiel in einen Stamm oder in ein Amt oder in ein neues Lebensalter aufgenommen wird, bei denen durch Anrufungen Gottheiten oder Geistwesen herbeigerufen werden sollen, die dann durch Opfer, zum Beispiel Speiseopfer, Tiere oder leider auch Menschenopfer, gnädig gestimmt werden sollen, um Bitten der Gläubigen zu erfüllen. Das Ganze ist viel konkreter als zum Beispiel der christliche Gottesdienst und funktioniert nach dem Prinzip des Do-Ut-Des, also eine Hand wäscht die andere. Manchmal lassen sich die beschworenen Entitäten in Medien nieder. Das nennt man rituelle Besessenheit, zum Beispiel im Voodoo oder in anderen Kulten. Das hast du sehr gut gemacht. Das hätte ich natürlich nicht besser machen können. Danke. Ja, und zwar habe ich dir heute oder euch allen ein heidnisches Ritual mitgebracht. Und zwar heißt das das Mitternachtsspiel. Oh, Kennst du das? nein, das habe ich bisher noch nicht gehört. Klingt Das aber freut mich interessant. tatsächlich sehr, dass ich etwas habe, was du noch nicht kennst. Ja, und man sagt, dass das Mitternachtsspiel ein altes heidnisches Ritual ist, das damals dazu genutzt wurde, um Leute zu quälen, die entweder gegen Gesetze verstoßen haben oder auch sich über die heidnische Religion lustig gemacht haben. Eigentlich war es gedacht, dass es nur ursprünglich eine Abschreckung sein sollte für diese Menschen. Tatsächlich hat dieses Ritual aber oft auch zum Tode geführt oder mindestens dazu, dass die Spieler ganz schwere seelische Schäden davongetragen haben.
Bevor ich jetzt richtig in die Materie reingehe und dir die Anleitung zu diesem Ritual präsentiere, möchte ich alle darauf hinweisen, dass man jetzt auch abschalten kann, falls man sich das nicht anhören möchte, wie das funktioniert, oder einfach vorspulen möchte. Es kommt auch noch eine kleine Geschichte dazu. Zur Anleitung sage ich dir erstmal, was du für dieses Spiel überhaupt benötigst. Ein paar Materialien müsstest du nämlich tatsächlich zusammensuchen, bevor du spielst. Und das wäre zum einen eine Kerze, ein Stück Papier, ein Stift, Streichhölzer, Salz in ausreichender Menge, das ist ganz wichtig, eine Holztür und mindestens einen Tropfen deines Blutes. Oh, das klingt ja fast nach einer Dämonenbeschwörung. Ich denke auch, dass das darauf hinausläuft, ja. Ganz wichtig ist, dass dieses Spiel exakt um 0 Uhr beginnen muss. Also das Ritual muss exakt um 0 Uhr beginnen. Sonst wird es nicht funktionieren. Im ersten Schritt musst du deinen vollständigen Namen, also auch wenn du einen Zweitnamen hättest, auf ein Blatt Papier schreiben, also Vor- und Nachname, und anschließend einen Tropfen Blut deines Blutes auf das Blatt tropfen und auch richtig einziehen lassen in das Papier. Im zweiten Schritt solltest du alle Lichter ausschalten, im ganzen Haus oder auch in der Wohnung, kommt drauf an, wo du dich aufhältst. Dann musst du zur Holztür gehen und das Blatt Papier davor legen. Im nächsten Schritt zündest du dann deine Kerze an und stellst sie auf das Blatt Papier. Jetzt kommt das Schwierige an diesem Ritual. Du musst nämlich insgesamt 22 Mal an diese Holztür klopfen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass das letzte Klopfen exakt mit dem Glockenschlag 0 Uhr beendet ist. Wenn du das geschafft hast, öffnest du die Tür, bläst die Kerze aus, schließt die Tür wieder und jetzt hast du gerade dem Mitternachtsmann erlaubt, dein Haus zu betreten und ihm eine Aufforderung zum Spiel gegeben. Diese nimmt er natürlich immer gerne an. Und nun solltest du ganz schnell sein, deine Kerze wieder anzünden, weil diese Kerze ist jetzt bis 3.33 Uhr dein stetiger Begleiter. Deine Aufgabe ist es, mit dieser brennenden Kerze durch das komplett dunkle Haus oder die Wohnung zu laufen oder besser gesagt noch zu schleichen, ja, um den Mitternachtsmann zu meiden. Also der befindet sich ja jetzt in deinem Haus und der sucht dich. Ja. Ziel ist es, das bis 3.33 Uhr zu schaffen. Wenn deine Kerze ausgeht, ist das ein Zeichen dafür, dass er in der Nähe ist. Und du hast dann 10 Sekunden Zeit, deine Kerze wieder anzuzünden. Wenn dir das nicht gelingt, musst du dich sofort mit einem Salzkreis umkreisen. Gelingt dir das auch nicht, erscheint dir dann der Mitternachtsmann und erzeugt eine Halluzination deiner größten Angst. Das ist allerdings noch nicht alles. Er beginnt kurz darauf auch damit, deine Organe einzeln herauszureißen. Das noch. Während er dies tut, wirst du weder sprechen können, noch nach Hilfe rufen, dich noch bewegen können. Du bist praktisch gefangen in deinem Körper, spürst aber alles. Hast du es aber allerdings geschafft, den Salzkreis um dich herum zu ziehen, ist es ganz wichtig, dass du bis 3.33 Uhr in diesem verweilst. Du darfst ihn auf gar keinen Fall verlassen. Solltest du es dann geschafft haben, deine Kerze neu zu entzünden, darfst du mit dem Spiel fortfahren. Um zu gewinnen, musst du es tatsächlich schaffen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dem Mitternachtsmann bis 3.33 Uhr zu entkommen, ohne von ihm entweder angegriffen zu werden oder in einen Salzkreis gefangen zu sein. Um 3.33 Uhr ist das Spiel dann ganz von alleine beendet. Er wird dein Haus verlassen. Hier muss ich aber nochmal eine Vorsicht aussprechen. Natürlich ist der Mitternachtsmann tückisch und verliert nicht gern. Er wird alles daran setzen, dass er dieses Spiel gewinnen wird und dass er dich packt. Anhaltspunkte dafür, dass du dich in der Nähe des Mitternachtsmannes aufhältst, während du durch dein Haus schleichst, sind zum Beispiel das plötzliche Sinken der Temperatur. Oder aber auch eine ganz schwarze, menschenähnliche Gestalt taucht plötzlich in der Dunkelheit auf. Ich habe tatsächlich in meinen Recherchen gelesen, dass der Mitternachtsmann dunkler als die Dunkelheit sein soll. Also man erkennt ihn, auch in der dunkelsten Ecke. Außerdem kann es sein, dass du ein leises Flüstern hörst, aber nicht erkennen kannst, aus welcher Quelle dies kommt. An ein paar Regeln solltest du dich noch halten, und zwar schalte
auf gar keinen Fall während des Spiels Lichter an. Es soll die ganze Zeit dunkel bleiben. Benutze keine Taschenlampe. Gehe während des Spiels nicht schlafen. Da habe ich mir gedacht, wer geht schlafen während so einem Ritual? Ja. Benutze kein anderes Blut unter deinem Namen. Benutze kein Feuerzeug als Ersatz für die Kerze. Es wird nicht funktionieren. Und versuche unter keinen Umständen den Mitternachtsmann zu provozieren. Obwohl das Spiel vorbei ist, falls du es positiv beendest und es schaffst, ja, heißt es, wird er dich von nun an immer in der Dunkelheit beobachten. Ja, das war die Anleitung dazu. Und jetzt habe ich dir natürlich auch eine tolle Geschichte dazu mitgebracht. Die habe ich im Internet gefunden unter einer Creepypasta-Fandom-Seite. Und die möchte ich dir jetzt natürlich auch gerne noch vorstellen. Aber gerne, ich bin schon gespannt. Die heißt, so wie das Spiel auch, das Mitternachtsspiel. Es ist ein kalter Herbstabend und ich bin wirklich alleine zu Hause. Meine Eltern sind übers Wochenende weggefahren und kommen erst Sonntagabends wieder zurück. Also setze ich mich aufs Sofa und überlege, was ich machen könnte. Da mir nichts einfällt, schnappe ich mir die Fernbedienung, kuschle mich in eine Decke und schaue fern. In diesem Moment bin ich völlig zufrieden mit meinem Leben und ich ziehe mir verschiedene Serien rein, bis es draußen stockdunkel ist. Man hört nur noch den Regen stürmisch an das Fenster peitschen, doch ich merke nichts davon. Erst als der Fernseher plötzlich keinen Empfang mehr hat, werden die nächtlichen Geräusche stechend laut. Ich schlucke. Bestimmt liegt es am Sturm. Um mich abzulenken, durchstöbere ich mit meinem Handy YouTube. Ich checke meine Lieblings-YouTuber ab und stoße plötzlich auf ein Video, das mein Interesse weckt. Es geht um paranormale Spiele. Eins davon gefällt mir besonders. Es heißt das Mitternachtsspiel. Der Anleitung zufolge bräuchte man nicht viel Materialien dafür. Ich sammle alles zusammen und lese mir die Anleitung durch. Nach dem Lesen wird mir klar, das muss ich spielen. Ich nehme eine Stecknadel aus dem Nähkästchen meiner Mutter und steche sie mir in den Finger. Es kommt nur sehr wenig Blut durch das kleine Loch und ich überlege, was ich noch tun kann. Da fällt mir ein, mein Ohrring. Ich nehme den Stecker ab und ramme mir den Ohrring in die Fingerkuppe. Es blutet endlich und ich tropfe das Blut neben meinen Namen auf das Papier. Schnell renne ich durch das große Haus und schalte alle Lichter aus, eins nach dem anderen. Schließlich taste ich mich zum Blatt Papier zurück und gehe zum Fenster, durch das ein schwacher Schein dringt. Draußen ist es still, der Sturm hat sich gelegt. Ein Schauer läuft mir über den Rücken und ich spüre einen kleinen Stich der Angst. Ohne weiter nachzudenken, schnappe ich mir das Blatt, die Kerze und die Zündhölzer und laufe zur Haustür. Ich öffne sie und ein eiskalter Wind bläst mir ins Gesicht. Ich kneife kurz die Augen zusammen und lege dann schnell das Blatt Papier auf den Boden. Ich zünde die Kerze an und stelle sie auf das Blatt. Windstill. Ich schlucke und schlüpfe wieder ins Haus, ziehe die Tür hinter mir zu, mein Herz hämmert gegen meine Rippen und ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. 23.58 Uhr. Passt, denke ich, und fange langsam an zu klopfen. Nachdem ich den 22. Klopfschlag beendet habe, schlägt wie von Geisterhand die Uhr 0 Uhr. Mich überkommt eine Woge der Angst. Ich öffne zitternd die Tür und nehme die Kerze auf, blase sie aus und trete zurück in das Haus. Als die Tür hinter mir ins Schloss fällt, weiß ich, es gibt kein Zurück mehr. Ich habe begonnen zu spielen. Zaghaft wage ich die ersten Schritte in die Dunkelheit und halte die Kerze vor mich, um zu sehen, wohin ich trete. Mit weit aufgerissenen Augen starre ich in ihre flackernde Flamme. Sie tanzt und wirft Schatten an die Wand. Es ist absolut still. Leise laufe ich weiter in Richtung Küche, Angst davor, mich zu lange an einem Ort aufzuhalten. Ich getraue mich fast nicht, die Kerze aus den Augen zu lassen und schleiche langsam, darauf bedacht, sie nicht auszulöschen. Meine Schritte hallen in meinen Ohren und sind lauter als sonst. Plötzlich bleibe ich stehen. Fast wäre ich über das Nähkästchen, das ich stehen gelassen habe, gestolpert. Eiskalt fährt es mir den Rücken herunter, als das laute Geräusch der Schritte nicht verstummt. An Ort und Stelle stehe ich, doch es will nicht aufhören. Die Angst wächst in mir und ich entferne mich schnell von dem Geräusch, doch es verfolgt mich wie meine eigenen Schritte. Die Kerze flackert verräterisch. Ich schleiche weiter, bis ich am Badezimmer vorbeikomme, dort sticht mir etwas ins Auge.
Nach Luft schnappend drehe ich mich zur Badewanne. Sie ist mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt. Ich schlage mir die freie Hand vor den Mund und trete näher, um zu inspizieren, was es für eine Flüssigkeit genau ist. Doch als ich die Kerze über die Badewanne halte, ist da nichts. Ich versuche, meinen zitternden Atem zu beruhigen und drehe mich um, um weiterzulaufen. Als ich am Wohnzimmer vorbeikomme, kann ich aus dem Augenwinkel etwas zucken sehen. Doch ich schleiche schnell weiter. Als ich vor meinem Schlafzimmer stehen bleibe, höre ich, wie ein Stuhl im Wohnzimmer umfällt. Schnell schlüpfe ich in mein Zimmer. Das Erste, was mir in meinem Zimmer auffällt, ist die unnatürliche Kühle. Mein Atem kondensiert in der frostigen Luft zu einer Dampfwolke und ich habe Angst um die Flammen meiner Kerze. Aber soll ich hinausgehen? Hinaus in das Wohnzimmer, wo er auf mich wartet? Ich laufe langsam auf den Ausgang des Zimmers zu, als mir noch etwas darin auffällt. In mein Kopfkissen sind Worte geritzt. Nirgends bist du sicher. Ein erstickter Schrei erklingt aus meiner Kehle. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Tränen treten vor Angst plötzlich in meine Augen. Ich lehne mich an die Wand und keuche leise. Schritte ertönen im Flur. Die Flamme verlässt plötzlich den Geist und die Dunkelheit umhüllt mich wie ein schwarzer Mantel. Ich krame verzweifelt nach einem Streichholz und entflamme es. Mit zitternden Händen zünde ich die Kerze erneut an und die Flamme scheint die Kälte aus dem Raum zu treiben. Erleichtert seufzte ich auf. Mein Herz scheint bald aus meiner Brust zu springen und sein Pochen durchschneidet die jetzige, absolute Todesstille. Ich schleiche mich langsam aus dem Zimmer in den oberen Stock. Vielleicht bin ich dort sicher. Langsam erklimme ich die Treppenstufen und komme im oberen Stockwerk an. Ein heller Schein, der aus dem Schlafzimmer meiner Eltern kommt, erweckt meine Aufmerksamkeit und ich laufe in seine Richtung. Schweiß perlt mir auf meiner Stirn und die Angst wird von Minute zu Minute stärker, fast unerträglich. Plötzlich trete ich auf etwas Warmes, Weiches, Glitschiges. Ich schreie kurz auf und springe angeekelt davor zurück. Doch wie bei der Badewanne ist da nichts. Das Geräusch, wenn jemand einen Lichtschalter umlegt, ertönt und das Licht in dem Schlafzimmer geht aus. Ich trete zurück und umklammere meine Kerze ängstlich. Ist da jemand drin? Wer könnte das sein? Doch nichts erscheint. Alles bleibt absolut still. Ich schlucke und wische mir den Schweiß ab. Vorsichtig gehe ich auf die nächste Tür zu. Als ich das nächste Zimmer betrete, bemerke ich schaudernd, dass die Fenster weit aufgesperrt sind und die Vorhänge an beiden Seiten herunterhängen. Unter einem kann man eine Wölbung erkennen und ich gehe darauf zu, nur um mir zu beweisen, dass darunter nichts ist. Schnell ziehe ich den Vorhang beiseite und betrachte die leere Wand dahinter und meinen Schatten. Das Problem war, dass direkt neben meinem Schatten ein zweiter steht. Mit weit aufgerissenen Augen drehe ich mich zur Seite und suche den Raum nach dem Mann ab. Erfolglos. Die Fenster klappen zu und ich pirsche so schnell ich kann aus dem Zimmer. Ich laufe die Treppe wieder runter und sehe, dass diesmal aus meinem Schlafzimmer ein Lichtschein dringt. Zitternd mache ich mich auf den Weg dorthin und durchquere das Wohnzimmer. Ich bleibe wie angewurzelt stehen, als ich die Silhouette eines kleinen Mädchens auf dem Sofa wahrnehme. Sie baumelt mit den Füßen und starrt mich an. Ich mache einen Schritt auf sie zu. Da, weg ist sie. Stattdessen höre ich erneut, wie jemand das Licht ausschaltet und dann diese Schritte. Plötzlich haucht mir jemand über die Schulter und die Kerze erlischt. Ich will ein Streichholz nehmen, doch es fällt zu Boden. Ich will das zweite nehmen, doch da sind keine mehr. Salz, schreie ich in Gedanken, doch dies habe ich vergessen, in meine Hosentasche zu packen. Es steht noch in der Küche. Ich werfe die Kerze zu Boden und drehe mich in Richtung Küche. Dort steht, an den Kühlschrank gelehnt, ein Mann. Ich schreie und will wegrennen, werde jedoch zurückgerissen und auf das Sofa gedrückt. Rotglühende Augen starren mich an und Speichel tropft auf meine Stirn und vermischt sich mit dem dort triefenden Angstschweiß. Als die spitzen Zähne sich weiter meinem Gesicht nähern, merke ich, dass es kein Speichel ist, sondern Blut. Das Körpergewicht des Mannes drückt mich fest auf das Sofa und sein metallischer Atem lässt meine Augen tränen. Ich weine und schreie, verspüre Todesangst. Ich sehe, wie der Mitternachtsmann lächelt. Das Letzte, was ich höre, ist, wie er lacht. Du bist nirgendwo sicher. Jetzt bist du an der Reihe. Hältst du bis 3.33 Uhr durch? Ja, das war die Geschichte dazu. Die hat sie meiner Meinung nach richtig gut geschrieben. Ich werde den Link auch noch unter das Video setzen, damit andere sich die auch nochmal durchlesen können.
falls Sie daran Interesse haben. Also ich bin auch absolut begeistert von der Geschichte. Die hat mich richtig mitgenommen. Und ich persönlich muss dazu sagen, ich würde solche Rituale, auch Gläserrücken oder Ouija-Bretter oder was es da alles gibt, ich würde das persönlich niemals machen, weil ich die Kraft der Autosuggestion kenne und weiß, was das Bewusstsein einem alles an Streichen spielen kann. Was heißt jetzt genau Autosuggestion? Also das ist die Kraft, sich selbst etwas glauben zu machen, was man dann für real hält. Ah ja. Mhm. Und was dann auch so real wirken kann, dass man zum Beispiel tatsächlich Schritte hört, also wirklich in Form einer Geräuschhalluzination. Mhm. Man kann dann auch tatsächlich halluzinieren, tatsächlich Blut an der Wand oder in der Badewanne oder sonst wo sehen. Okay, tatsächlich? Ja, das ist tatsächlich möglich. Das hätte ich nicht gedacht, dass das selbst so weit gehen kann. Also man kennt das ja, wenn man im Dunkeln sich gruselt oder irgendwo im Dunkeln noch mit dem Hund spazieren geht oder so, dass man sich schon irgendwelche Geräusche einbilden kann. Aber dass das jetzt so weit geht, dass man da sogar Dinge sieht, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist eine Form der Selbsthypnose. Und das kann wirklich so weit gehen, dass man tatsächlich Halluzinationen erleidet, die man von der Realität nicht unterscheiden kann. Okay, spannend. Und ich glaube, dass so etwas auch einen Schock mit Todesfolge nach sich ziehen kann. Ja, so plötzlicher Herzstillstand oder so, ne? Oder als Beispiel jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ist es jetzt auch mein blondes Ich, das da aus mir spricht. Aber ja, kann ich mir auch vorstellen. Also es werden öfter Menschen tot aufgefunden ohne erkennbare Todesursache, die mit okkulten Ritualen vorher zu tun hatten. Und die Psychiatrien sind auch voll mit Menschen, die mit Okkultismus herumgespielt haben. Das ist tatsächlich so. Okay. Und auch wenn die Geschichte eben Fiktion war, so enthält sie doch Elemente aus der Magie. Also es gibt ja tatsächlich Rituale zur Dämonenbeschwörung schon seit Jahrtausenden, die in Kulten, in Sekten oder auch in vielen Religionen tatsächlich auch heute noch durchgeführt werden. Und einige davon kommen auch in dieser Geschichte vor, obwohl sie eigentlich Fiktion ist. Zum Beispiel das Gefühl eisiger Kälte, wenn ein dämonisches Wesen sich nähert, das wird von Menschen, die schon solche Begegnungen gehabt haben wollen, immer betont. Okay. Mhm. Man hält solche Wesen auch tatsächlich mit Salzkreisen von sich ab. Das habe ich auch schon gehört, ja. Also Salz ist in der Magie ein Mittel der Bannung. Man hält damit dämonische Wesenheiten von sich ab. Beispielsweise kann man eine Sigille, das ist ein Zeichen, das einem Dämon zugeordnet ist und ihn herbeiruft, mit Kreide auf einen Tisch malen. Dann macht man einen Salzkreis um dieses Zeichen herum. Und wenn der Dämon dann beschworen wird, kann er nicht aus diesem Salzkreis heraus. Und man kann ihn dann quasi gefügig machen, damit er die eigenen Wünsche erfüllt. So sagt man. Okay, da muss ich nochmal einwerfen. Bitte nicht machen. Keinesfalls. Ja, nicht nachmachen, was Julian uns hier gerade erzählt. Hätte ich selber auch viel zu viel Respekt vor. Ich auch, wirklich. Wie gesagt, man weiß ja nicht, gibt es tatsächlich Dämonen, sind sie nur ein Produkt unseres Bewusstseins, aber darauf kommt es in dem Moment ja nicht an. Wenn man tatsächlich mit so etwas herumspielt und man sieht sich mit einer Wesenheit konfrontiert und erleidet dadurch einen Schock oder einen Zusammenbruch, dann ist es ja vollkommen egal, ob das ein tatsächlicher Dämon ist oder ob der nur in unserem Bewusstsein existiert. Tatsächlich, ja. Und einige Elemente aus der Geschichte, beispielsweise das Öffnen der Tür, also Türen oder auch Spiegel, werden generell in der Magie als Portale gesehen, die dämonische Wesenheiten aus der Anderswelt herbeirufen können. Deswegen wäre ich absolut vorsichtig dabei. Da fällt mir ja auch das Bekannteste mit, denke ich, was jeder kennt, ein. Das ist die Bloody Mary rufen. Ist, glaube ich, ganz weit verbreitet. Also ich glaube, da hat jeder Zweite schon was gehört, würde ich jetzt auch mal so überspitzt sagen. Oder auch den Candyman. Ich weiß gar nicht, ob man den Candyman vom Spiegel ruft. Doch, ich meine, den ruft man vom Spiegel. Ist schon lange her, dass ich den mal gesehen habe. Mhm. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Ich auch. Nicht nachmachen. Und auch vorsichtig sein mit Blut. Beispielsweise werden Dämonenpakte mit Blut besiegelt. Also man schreibt dann beispielsweise einen Text, in dem man seine Seele an irgendein dämonisches Wesen kettet und unterschreibt diesen Brief mit seinem Blut.
Blut wird ja auch in der Sympathiemagie, zum Beispiel im Vodou, verwendet, um eine magische Verbindung herzustellen, durch die man... Sympathiemagie? Ja, Sympathiemagie bedeutet, dass Gleiches und Gleiches sich, also gattet, zueinander findet. Beispielsweise, wenn du... Ich brauche mehr Input. Also wenn du mir jetzt Haare von dir geben würdest, dann könnte ich mithilfe dieser Haare, selbst vom Mond aus, sagt man, eine magische Verbindung zu dir herstellen und dann beispielsweise Schaden oder auch Heilung, wenn du krank wärst, übertragen. Okay, also du kriegst niemals Haare von mir? Muss ich aufpassen hier, ne? Und Voodoo ist auch so eine Sympathiemagie? Nein, der Vodou ist eigentlich ein Kult, der benutzt aber Sympathiemagie, wobei das viele andere Kulte auch tun. Okay. Deswegen wäre ich auch dabei sehr vorsichtig. Nicht mit Blut herumspielen, nicht mit Dämonen packen. Nee, lieber die Finger davon lassen. Auch wenn man nicht so wirklich daran glaubt und denkt, da passiert ja schon nichts. Ich würde es nicht ausprobieren wollen. Weil man weiß es halt nicht. Richtig, das ist es. Die Menschen tun immer sehr aufgeklärt und sagen, sie glauben nicht an sowas, aber insgeheim, das haben wir auch auf unserer Arbeitsstelle festgestellt, sagen doch sehr viele Leute, dass sie schon mal ein Erlebnis hatten, das rational nicht erklärbar ist und dass sie letztendlich doch an irgendwelche Wesenheiten glauben. Das ist auch im Menschen meiner Meinung nach angelegt. Ja, glaube ich auch. Denn alle Naturreligionen, wo man auch hinsieht, sei es in Südamerika oder in Afrika oder in Südostasien, gehen einfach davon aus, dass die Natur mit Geistwesen, also die unseren Engeln oder Dämonen entsprechend, belebt ist. Mhm. Ja, selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, glauben sehr oft, also an Engel habe ich schon gesehen, dass da sehr viele Menschen dran glauben. Und dann eben halt auch die andere Seite der Medaille. Also das wären dann dämonische Wesen. Von daher möchte ich nochmal allen unseren Hörern ans Herz legen, das keinesfalls nachzumachen. Genau, das haben wir jetzt ungefähr schon 50 Mal gesagt, aber das ist uns halt tatsächlich auch wichtig. Auch mit dieser Anleitung, die wir heute mit auf den Weg gegeben haben, nicht unbedingt mit rumspielen. Ist natürlich immer jedem selber überlassen, was er damit macht, aber Vorsicht ist geboten und wir haben davor auf jeden Fall gewarnt. Ich würde allgemein nochmal gerne sagen, dass ich dieses Mitternachtsspiel sehr interessant finde, deswegen wollte ich dir das heute auch vorstellen. Aber ich natürlich auch auf ein, zwei Sachen gestoßen bin, wo ich mir selber schon überlegt habe, okay, das finde ich jetzt ein bisschen fragwürdig. Das würde ich jetzt nicht so ganz aufnehmen, so wie das da steht, nicht so ganz ernst nehmen, besser gesagt. Zum Beispiel, dass das ein heidnisches Ritual sein soll, was irgendwie dazu genutzt wurde, Leute zu quälen oder die zu bestrafen. Da denke ich mir, wie hat das funktioniert oder wie hätte das funktionieren sollen, wenn da jemand nicht mitmachen möchte? Ja, mir ist das auch nicht so ganz klar. Mir ist auch nicht so ganz klar, was man bei diesem Ritual eigentlich gewinnen soll. Denn mehr als ein bisschen Nervenkitzel und eine durchwachte Nacht kommt da ja eigentlich nicht bei rum. Eigentlich nicht. Tatsächlich steht ja in den Überlieferungen, dass es zum Tode oft geführt hat oder zumindest auch dazu, dass schwere seelische Schäden geblieben sind, wenn er dich ab sofort in der Dunkelheit immer beobachtet. Kann natürlich auch nur eine Einbildung sein, dass man immer, wenn es dunkel wird, daran erinnert wird und sich das einbildet. Man weiß es halt nicht. Ja, aber das ist schon mal etwas, wo ich dachte, okay, da kann ich nicht so ganz konform mitgehen. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unwirklich und allgemein so ein bisschen. Du hattest ja zwischendurch in der Pause zu mir gesagt, dass du dieses Spiel und die Anleitung ein bisschen kindlich fandest. Finde ich tatsächlich auch in gewissen Punkten. Die Geschichte hat es wieder rausgehauen. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt kein wirklich heidnisches Ritual ist, so ist es doch an bestehende heidnische Rituale angelehnt. Also es kommt auf jeden Fall aus dem Heidentum, die Beschwörung von Geistwesen. Das haben wir ja zu Beginn auch schon ganz toll von dir gehört. Gleich ist es 12 Uhr, dann spielen wir mal.
Ja, im Großen und Ganzen war das schon unsere erste Folge tatsächlich. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat, dass ihr Lust habt, auch die zweite Folge zu hören. Wir versprechen auch, dass wir uns natürlich noch ein bisschen verbessern werden. Auf jeden Fall die Tonqualität auch noch besser wird. Da müssen wir uns noch ein bisschen reinfuchsen. Aber ich bin da ganz positiv. Du höchstwahrscheinlich auch, dass das alles noch wird. Man muss ja auch ein bisschen mit seinem Podcast wachsen. Ist ja vielleicht auch spannend für den Hörer, das mitzuerleben und uns zu begleiten. Ja. Ich bedanke mich auch herzlichst fürs Zuhören. Ich lasse heute Abend jedenfalls die Ohrringe drin, die Kerzen aus und ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Wenn ihr könnt.